Ja, also die Mandrille ziehen langsam ein. Und wir gestalten das Gehege. Das wird großartig. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ab geht's. Das Gehege ist nicht ganz so sauber. Schicken wir da mal einen Tierpfleger dahin. Und wir können auch gleich nochmal einen zweiten Tierpfleger einstellen jetzt. Damit wir den einen so ein bisschen entlasten. Weil finanziell gesehen sollte das passen. Ja, 525 im Plus. Liegt aber auch daran, dass wir gerade ein paar Sachen gebaut haben. Und auch hier laufen die Besucher jetzt rum. Das ist gut. Das heißt, aber auch hier sollen die natürlich ein bisschen was spenden. Und sie kriegen natürlich auch nochmal hier eine Infotafel. Zack. Infotafel über den blauen Frauen. Und jetzt haben wir hier noch die letzte Infotafel freigeschaltet. Und zwar den Verbreitungsraum. Das ist halt vorwiegend im Asien, beziehungsweise Russland. Dort sind die Pfauen zu Hause. Gut. Wir hatten ja aber davon gesprochen, dass wir noch eine Spendenbox brauchen. Ihr könnt auch in der Suche einfach Spendenbox oder SPEN, das reicht dann auch schon, um halt hier so ein paar Boxen aufzustellen. Ja, dann kümmern wir uns mal weiter um den Aftstall hier. So, das können wir hier mal umbenennen. Und zwar in das Pfauenland. Nicht zu wechseln mit dem Auenland, wo die Hobbits herkommen. Und hieraus machen wir den Affenstall. Und gehen jetzt nochmal in unser Tierhandelszentrum. Wir haben hier den Mandrill. Der ist 7,6 Jahre alt, das ist ganz gut. Den packen wir jetzt mal hier in den Affenstall rein. So, die Technikerforschung ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt freigeschaltet eine neue Mitarbeitereinrichtung. Und in diesem Fall ist es dann die große Tierpflegerhütte. Als nächstes erforschen wir das 4x4, die 4x4 Abenteuertour, damit die Leute auch mal durch den Park hier durchfahren können und so. Die neue Einrichtung bauen wir aber auch direkt gleich. Und zwar brauchen wir da, müssen wir oben hier den Filter rausnehmen. Wo haben wir es? Tierpflegerhütte, hier. Die große Tierpflegerhütte. Die packen wir direkt hier vorne hin. Zack. Und da können wir auch gleich die alte abreißen. Wunderbar. Gucken wir mal, was der Mandrill macht. Dann pausieren wir einmal ganz kurz. Schauen mal rein. Gut, er ist durstig, klar. Was sagt das Gelände? Fläche reicht vollkommen aus. 400 Quadratmeter hätten hier auch gereicht für den Mandrill. Er braucht ein bisschen mehr kurzes Gras. Da kümmern wir uns doch direkt mal als erstes drum. So. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben ja bei den Pfauen gerade ein bisschen drüber gemalt, oder? Die wahrscheinlich wieder sauer, ne? Umgebung. Na, passt noch. Sehr gut. So. Ein bisschen zu viel kurzes Gras. Das können wir nochmal korrigieren, indem wir noch ein bisschen Felsen hier platzieren. Zwar, beziehungsweise, na, wir können Erde. Erde brauchen sie noch. Jetzt geht das Geländetool, wenn nicht. Doch, jetzt geht's. Sehr schön. Erde leicht, also leichte Erde. Packen wir vorne an der Stelle mal hin. So. Und dann passt das. Sie brauchen aber natürlich noch ein bisschen Kletterfläche. Wer hätte es gedacht? Dementsprechend gucken wir mal. Da nehmen wir jetzt den Kontinent Afrika und das Biom Tropen. Und das sind jetzt die Bäume, die die Affen hier brauchen. Oder die wir hier reinbauen können. Eine schöne Apfelmangrobe hier. Y gedrückt halten, können wir die auch einfach so schnell drehen. Dann nochmal die ein bisschen Variation reinbringen in das Ganze. So, und einen Bananenstaude kriegen die auch noch hier unten rein. Oh, ich glaube,
Moment. Die haben ein bisschen falsch platziert, unter Umständen. So. Die sollen sich ja wie zu Hause fühlen hier, ne? Die sollen ja, wie gesagt, die sollen ein bisschen für Nachwuchs sorgen, damit wir die Art noch erhalten können. Und das schaffen wir natürlich nur, indem wir halt wirklich hier ein bisschen schön machen. Aber auch nicht zu schön, weil sonst sagen sie, hier ist viel zu viele Bäume. Sehen, bei der Bepflanzung passt es noch. Kriegen aber hier noch einen schönen großen Baum hier rein. Weil müssen wir aufpassen, der darf nicht zu hoch sein. Weil sonst können die einfach relativ schnell hier türmen. Dann würden die mich auf den Baum raufklettern und einfach über die Mauer drüber springen. Das wollen wir natürlich nicht. So, von der Bepflanzung her fühlen sie sich langsam wohl oder fühlen sie sich schon wohl. Und es gibt so einen kleinen Trick, und zwar können wir einfach mehrere Sachen auswählen. Was wie das so hier zum Beispiel. Weil, wir nehmen den hier mal rein, den, die hier, die. Und können jetzt halt eben sagen, hier kopieren. Und drehen das Ganze so ein bisschen einfach. So, zack. So. Und kopieren das Ganze jetzt nochmal. Drehen das nochmal ein bisschen in die Richtung hier zum Beispiel. So. Und können halt so relativ schnell und einfach mehrere Sachen hier platzieren. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal hier, so mit den Sachen, beziehungsweise nehmen das hier nochmal wieder zu, so, zack, zack, so, einfach so ein paar hier. Kopieren das jetzt wieder, drehen das so ein bisschen und packen das dann, wo packen wir es hin, dann so, zack. Und dann auf diese Art und Weise können wir relativ schnell auch ein Gehege gut füllen. So, mit Shift-Links-Klick können wir noch mehr Sachen auswählen und dann entsprechend kopieren. Ich glaube, die Pflanzung hier sieht jetzt immer ganz gut aus. Ja, das sollte passen. Und die Tiere brauchen natürlich trotzdem einen Rückzugsort und dann, das machen wir halt hier den Bäumen hier irgendwo. So. Also wichtig ist den Tieren halt eben, dass sie halt abseits der Besucher auch, also dass die Besucher das nicht unbedingt sehen. Also die fühlen sich von den Besuchern halt schon dann gestört, in Anführungszeichen. Ist ja natürlich klar, wenn jemand vor der Scheibe vom Schlafzimmer steht, finden wir das als Mensch auch nicht unbedingt so geil. Also die meisten zumindest nicht. Also ich möchte nicht, dass jemand vor meinem Schlafzimmerfenster steht und mich beobachtet beim Schlafen. Würde ich nicht so geil finden. Bin ich ehrlich. Die Mandrill brauchen jetzt noch ein bisschen Kletterfläche. Auch da haben wir natürlich... wir können auch ein bisschen was in Spielzeug schon reinpacken. Dieses Spiegelmobile. Das packen wir mal hier rein. Natürlich auch den Sprinkler. Der kommt hier nochmal mit dazu. Was zu trinken brauchen sie. Das können wir hier vorne bei den Besuchern hinpacken und aber natürlich auch im hinteren Bereich in dem Rückzugsraum, den wir hier haben. So. Und die kriegen natürlich auch eine Beschäftigungsfutterbox. Dann fühlen sie sich gleich nochmal richtig pudelwohl. Das Coole ist halt, wir müssen den Filter jetzt mal zurücksetzen und dann haben wir halt hier bei der Lebensqualität gibt es hier schon ein paar Kletterplattformen. Und die können wir auf jeden Fall in das Gehege reinsetzen. Wir so mitten in den kleinen Urwald hier rein. Also ein weiterer Kletterrahmen. Wobei, den haben wir gerade gebaut. Nehmen wir mal den hier. Dass sie auch quasi so von Kletterrahmen zu Kletterrahmen springen können. Hier nochmal so ein kleiner Kletterrahmen. Dann haben wir das hier noch. Das kann man sich auch alles selber zusammenbauen, zusammenbasteln. Das machen wir vielleicht in späteren Let's Plays auch nochmal. Aber jetzt für den Anfang hier bedienen wir uns den Sachen, die wir haben. Und gucken mal und schauen mal, dass wir hier so ein bisschen
eine Möglichkeit schaffen. So. Dann vielleicht, vielleicht bauen wir mal eine Kleinigkeit. Pass auf, und zwar haben wir so einen Kletterbaumstamm hier. Und ich würde ja ganz gerne hier einen Weg rüber schaffen. Dementsprechend versuchen wir das mal zu bauen. Oh, Moment. Gehen wir das Ganze nochmal ein bisschen in die Richtung. Und jetzt können wir halt, das ist das Coole. Es wird quasi, wenn wir einmal hier in diese erweiterte Ansicht reingehen mit X, dann ziehen wir das Ganze weiter. Wir können dann quasi noch einen weiteren bauen. Und schauen mal, dass wir den jetzt hier angeschlossen kriegen. So in etwa. Und das wäre natürlich jetzt hier komplettes Brechen der Physik. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dementsprechend versuchen wir mal physikalisch ein bisschen korrekt zu machen. Indem wir jetzt hier nochmal so eine Art Stützpfeiler einbauen. Nicht an der Stelle. Und natürlich auch an der anderen Seite. So ein bisschen halbwegs irgendwie vernünftig aussieht, als wenn das irgendwie halten würde. Und dazu brauchen wir natürlich auch an der Stelle hier nochmal einen. Und gucken, was irgendwie passend ist hier. So. Da fühlen sich die Mandrills hoffentlich auch wohl hier. Ja. Das sieht doch ganz nett aus. Und jetzt lassen wir doch mal den Mandrill hier ankommen. Sieht ganz gut aus. Also. Oh, okay, er wurde gleich vom Tierpfleger abgeholt. Gut, warum auch immer er abgeholt wurde, das wissen wir nicht so ganz genau. Und wir schauen mal, dass wir uns nochmal einen Mandrill holen, also ein Weibchen nochmal. Damit wir eine schöne, schöne Gruppe hier haben. Wollen wir die Mandrill da? Ja, hier ist ein Weibchen. Ist nicht gerade viel Angebot. Nehmen wir mal auf. Ich hätte gedacht, dass wir mehr Mandrills hätten. Wurde er schon hier rein verlegt? Ja, ich glaube, der ist auf dem Weg jetzt. Das Weibchen. Und natürlich brauchen wir auch hier. Was ist denn so beschädigt? Denniger rufen. Irgendwie ist unsere Glaswand hier beschädigt. Warum auch immer. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall eine Sicherheitskamera. Können wir auch hier oben eine mal platzieren. So. Auch die bedienen. Achso, kein Strom. Okay, da müssen wir uns gleich drum kümmern, dass wir hier Strom kriegen. Wir platzieren hier Mülleimer. Und natürlich auch unsere kleinen Spendenboxen. So. Wenn nie genug Spendenboxen im Park haben. Weiterhin brauchen wir auch wieder unsere wunderbaren Infolautsprecher. Hier kommt einer hin. Und dort. Die brauchen wahrscheinlich gleich Strom. So, Lautstärke hochdrehen. Mandrill. Auch da die Lautstärke ein bisschen höher. Das ist auch keine, dass es keine Überschneidung mit den Pfauen gibt. Ich weiß nicht, ob das negative Effekte hätte, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Die Infobox gehen wir ein bisschen weiter runter. Und stellen jetzt aber auch nochmal eine für die Pfauen hier auf. Das ist hier der blaue V. Gucken wir mal. So. Und die ersten Gäste gehen rüber zu den Mandrill. Wo sind denn die? Ah, hier hinten. Hier ist unser Männchen.
Und die Frage ist, wo ist das Weibchen? Wo ist denn das Weibchen? Wo ist das Mandrillweibchen? Was sieht denn? Beobachten wir das Männchen mal ein bisschen. Nee, das ist das Weibchen. Ja, das ist das Männchen. Wunderschöne Tiere, ich finde. Auch wenn er uns hier gerade den Arsch zeigt. Wunderschöne Aufnahmen. Ja, und der turnt hier ein bisschen rum. Hat schon mal Spaß. Also hat sich das schon mal gelohnt, dass wir hier ein paar Sachen aufgestellt haben. Und wir sollten die Forschung gleich mal anschmeißen. Das Weibchen hier ist 10 Jahre alt. Und wir brauchen halt definitiv nochmal ein bisschen... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen. Kuscheln die jetzt? Haben die was zu essen? Eine Futterbox haben wir, aber haben wir auch so eine normale Futterbox eigentlich für die Mandrill? Bin mir gar nicht sicher. Mandrill. Ja, haben wir noch gar nicht, ne? Aha, okay. Ne, wir haben eine Wasserschüssel. Ne, dann müssen wir mal in die Forschung reingehen. Und gucken mal hier. Hier wird schon wieder nicht weitergearbeitet an der an unseren Ranger-Fahrzeugen. Und bei den Faunen, ja. Die Faunen haben halt echt Bock. Die wachsen langsam, das heißt, wir können sie auch demnächst irgendwann bald verkaufen. Beziehungsweise zurück in die Natur führen. Weil, der ist gut. Der ist gut. Kanel hat 1125 Bewertung, aber hier alles im grünen Bereich. Das ist extrem gut. Also nicht extrem gut, es ist gut. Sagen wir es mal so, es ist gut. Geht natürlich immer noch besser. Das meine ich halt, ne? Lebenserwartung 58%, Immunität 50%, nicht so top. Besser als nichts. Besser als nichts. Ja, und die sind halt hier echt... Also wir haben halt hier wirklich so eine Faunenplage jetzt mittlerweile. Und wir müssen halt schauen, dass wir die halt dann irgendwann wirklich auch an andere Zoos abgeben. Und das hier ist dann natürlich unser hier... Ja, fast. Aber ein super schönes, prächtiges Tier. Und der zeigt sich natürlich auch den Gästen gern. Ja. Schüttel dich. Er ist mal hingekackt hier. Und auch bei den Mandrills geht's ganz gut ab. Oh, da kommen einige Besucher zusammen. Wir werden natürlich die Tiere fleißig beobachtet. Hier ist es unglaublich. Ja, danke. Okay, wir sind noch ein bisschen im Plus gerade. Nicht viel, aber ein wenig. Genau, der Zoo verfügt über keinen Sicherheitsdienst für Verbrechen. Das heißt, wir sollten jetzt mal einen Mitarbeiter einstellen, der sich um die Sicherheit kümmert. Und was wir auch festgestellt haben, unsere Kamera hier oben hat keinen Strom. Das heißt, wir schauen uns mal die Skala an vom Strom und wir sehen, passt nicht ganz der Radius. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Generator. Das ist auch hier bei Einrichtungen unter Betriebsmittel und dann der Wandler. Nicht zu wechseln mit dem Wendler. So, wir ziehen es hier noch rüber. Und auch das sollte nach Möglichkeit weg von irgendwelchen Besuchern sein, weil die stören sich an solchen Betriebseinrichtungen. Der Wandler muss regelmäßig gewartet werden. Dementsprechend brauchen wir auch dort einen Mitarbeiterweg hin. Den wir jetzt mal eben hier platzieren. So. Und schon ist miteinander verbunden. Und dementsprechend
sehen wir auch, was hier angeschlossen ist, also die verbundenen Objekte. In dem Fall sind es zwei Lautsprecher und eine Sicherheitskamera. Und die Sicherheitskamera müssen wir natürlich jetzt auch entsprechend noch einstellen. Da gehen wir jetzt hier rein und sagen, die Kamerasicht, die zeigt jetzt in den Himmel gerade, was nicht so, brauchen wir nicht unbedingt. Sondern wir drehen sie so hin. Zack. Dass wir genau sehen, was die Besucher hier machen. Wunderbar. Die beobachten jetzt hier die Menschen, die hoffentlich fleißig Geld spenden für unsere Mandrills. Und natürlich ganz cool, wenn wir nochmal Mandrill kriegen, für den wir nicht unbedingt Arterhaltungspunkte ausgeben, weil wir haben nur noch 852. Schauen wir mal, ob wir da... Oh ja, hier. 930. Ah, hier ist ein Weibchen. Oh. Wir bräuchten eigentlich ein Weibchen. Das Weibchen ist auch gerade weg. Schade. Gut, wir verlegen nochmal weiter das Männchen hier rein. Und schauen, was unsere Mandrill-Forschung macht. Ja. Jetzt ist natürlich wieder aufgehangen hier. Nicht gut. Vielleicht sollten wir mal einen zweiten Tierarzt einstellen. Ah, und die Tierpfleger brauchen mehr Geld. 2200. Das passt. Und hier machen wir 2400 vielleicht. Pro 6 passt, okay. Da kriege ich die nächste Stufe und, nee, nicht einen Tierpfleger. Wir wollten einen weiteren Tierarzt einstellen. So. Gut, der neue Mandrill ist da. Hier war noch einer in der Box. Alle Tiere aus den Transportboxen rausholen. Bitte, und wir sehen auch hier den Unterschied. Das hier ist das Männchen. Und das Weibchen ist wesentlich kleiner. So, wir machen mal den Tatnachwechsel. Schreiben wir mal aus. Wir stellen mal die Uhrzeit so auf 18:36. Ich glaube, das ist ein ganz angenehmes Licht. Auch für das Let's Play hoffe ich zumindest. Ja, das waren die Mandrille. Sie haben es gegen gefährlich gemacht. Die ersten Mandrill sind eingezogen. Und was bleibt uns zu sagen, außer... Huh, nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung für das Video da. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Metalizer.